Und wir sind wieder da. Ich bin Agner917. Und ich heiße Dead05. Und das ist gezeichnet im Blut. Das alles hier im Blut? Ja. Oh mein Gott. Ich schreibe nur mit Blut in der Berufsschule. Ich auch. Wie cool. The military police. Every soldier except those on guard should search for Ramirez and the other escapees. Evita, we'll be counting on your nose. Now. Find Ramirez! Peter muss Ramirez finden und ist aufgeregt und hat Papa. Ja. Papa-Hund. Wir gehen jetzt schön wieder in unser Lager zurück. Bisschen chillen und so. Multilag. Jetzt hängt sogar die Schrift. Hä? Ja, sogar die Schrift hängt. Was ist das denn? Das kann doch nicht sein, ey. It's a high price to pay for peace. Ohne Scheiß. Ich probiere gleich mal kurz was aus, so live. Ich stelle mir die FPS-Zahl auf, was gerade ist. Einmal gucken, ob das klappt. Dr. Vaughn, Dr. Blaylock, vielleicht ist ja. Sieht flüssig aus. Es sieht besser aus, auf jeden Fall. Auch wenn meine Frame-Drops noch da sind. For saving this village. You put your lives on the line, despite the risk involved. I also want to thank you for negotiating with the president. You mean getting him to help the stigma victims? That was, well, kind of spur of the moment. Anyway, I'll leave it to you to make sure he keeps his promise. I hope I'll be as good a doctor as each of you. Sie darf jetzt operieren. Oh yeah. Sie darf Stigma operieren. Das heißt, wir können gehen. Doctors, we have more patients. Cool. Eigentlich. Mr. President? Weitere Patienten. The former Major General is in our custody, but he's badly injured. We've also detained two foreigners. One is in critical condition, and the other is unconscious. I can't take it. Just kill me. I want to hear everything you know about the guerrilla forces. Haben wir eigentlich schon El Presidente benannt? Ja. Was war dieser Shang, oder wie ich ihn genannt habe? Nee, das war doch der... Ach, der Soldat, stimmt. Das war der Dings, der ja. Bergführer. Ich glaube, da hatte ich auch jemanden. Ich weiß jetzt nur nicht mehr welchen. Ist die Frage. Ich merke nur das nie. Ja, ich auch nicht, das ist das Problem. Dafür haben wir 1365. Echt mal? Ja. Markus, hier, bei Fuß. Pass auf, kennst du den jetzt noch? Du schon wieder. Who the hell are you? Richtig. Kidman's crony. Kidman's Scherge. Now I recognize you. I never expected to see you guys here. Was macht der denn hier? Er ist Waffenhändler. Wieso war mir das so klar? Die haben mit Stigma gehandelt. But I still don't understand why they were cooperating with the gorillas. Haben wohl jetzt ganz selber was davon abbekommen. Mining rights to the Kalurian. He promised us world domination. Er versprach uns Weltherrschaft. I guess I was a fool to believe. Then does that mean this guy over here is Kidman? Why don't you ask him yourself? That won't be possible. He's already dead. Huh. Kidman ist tot. Gut so. Let's establish priority and begin the first operation. Ja. Jetzt kommt die meist gehasste OP von mir. Bin ja mal gespannt, was da jetzt kommt. If that's the case, then let's be prepared for it. Elena, get the crossmatch ready and bring Kidman's body into the room. Wir operieren Kidmans Leiche und den anderen Typen. Okay, die Leiche, das kann doch egal sein. Ja, wir müssen mit der Leiche was tun, wenn ich mich nicht täusche. Lies mal. Schwerer Leberschaden, keine Möglichkeit der Eigenregenerierung. Ein weiterer Überlebender mit ähnlichem Krankheitsbild. Also, der Kidman ist recht egal. Ich habe jetzt gerade Scheiße gelabert. Wir müssen den anderen Typen mit der Maske operieren. Ach. Und wer sich denken kann, wir müssen transplantieren. Ah, das ist riskant. Ja. Beide so ziemlich tot. Da wirst du vielleicht auch mal den Healing Touch benutzen müssen. Ich will's ohne schaffen. Was ist das denn? Das ist, ein Monster. Lag wieder! Jetzt geht's wieder. Lag Monster. Transplantierende Leber. Das ist die Leber, die wir einsetzen werden. Das da. Ja.
beim Packen fertig. Ja, bereite den Gefäßverenger vor. Okay, die blaue. Also wer farbenblind ist, der sollte dieses Spiel nicht spielen. Okay. Okay, jetzt geht's los. Stigma. Richtig, er ist Stigma infiziert. Das heißt, wir müssen mit jedem Kanal, den wir da... Wir haben jetzt 10 Minuten. Müssen zweimal Nierentransplantation machen. Mit diesen Drecksviechern. Und der Patient ist eh schon halb tot. Okay. Da muss man also auch noch aufpassen. Das ist richtig. Zu zweit ist diese OP ganz okay. Aber alleine ist das die Hölle. Stimmt, das Game ist ja in irgendeiner Hinsicht koopfähig. Richtig, man kann zu zweit operieren. Da man ja zwei Ärzte sind. Wäre ich bei dir, dann würde ich das jetzt irgendwie auch machen. Ich habe rausgefunden, dass es auch online gehen sollte, aber ich weiß nicht, ob du dieses Spiel hast. Nee. Ja, das wird das nächste Problem, richtig, ne? Ja. Hier geht's weiter. Mehr die Geldprobleme, es gibt andere Games auf meiner Liste, die ich haben will. Kenn ich. Final Fantasy 13, Hust, Hust. Das ich mir gestern gekauft habe, Hust, Hust. You little ass. Ja, ich sagte ja, Ende März. Wenn mein Lohn da ist. Und es ist mal wieder der Fall, unser Laser ist leer. Du glaubst gar nicht, wie gern ich jetzt eine Ausbildung hätte, damit ich Geld hätte. Ja, es wäre schön. Raus da. Zack. Aber ich muss mich jetzt erst mal... Oh, leck das! Mann! Ich sehe nicht mal, wo ich operiere! Verdammt, ich kann kaum was machen. Stirb. Weil die machen Tumore auch noch. Und ich mich jetzt auch noch kümmern muss. Neues Organ und direkt wird's vermint. Regelrecht. Echt mal, das wird ja vermint. Das die Dinger benutzen Minen hier und stirb! Jetzt hat er wieder einen Tumor da hingelegt. Stirb, du Schwein! Dummes. Was? Schon wieder? Das ist der große, du kennst es doch. Ich muss jetzt aber erstmal hier den hier machen. Ja. Der Große ist okay, den trifft man wenigstens. Und kann man irgendwo in Ecke drängen? Ja, nee, ist klar, Mr. Scheinbar. Jetzt will der Scheiß nicht richtig funktionieren. Wo sind wir jetzt da? Ah, zack, 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 zack. Das Problem ist, wir müssen das ja zweimal insgesamt machen. Oh Gott. Und wenn ich das schon verraten darf, der nächste hat auch Sigma. Nein! Nicht noch mehr Sigma. Nein! Laser Beam of Doom ist aus. Sind noch nicht mehr alle. Schnell nebenbei das zumachen. Ja. Stirb. Stirb. Endlich! So, zumachen. Okay, wir müssen schauen, dass wir es jetzt hier möglichst schnell schaffen, damit uns die Zeit für einen zweiten noch reicht. Jetzt wird ziemlich stressig. Tumore sind auch weg. Okay. Ja. Das Gelbe muss als nächstes gemacht werden. Jetzt hätte ich schon Probleme. Warum denn? Weil ich habe eine Gelb-Grün-Schwäche. Oh. Dann wird das Spiel schwierig für dich. Jetzt kommt die rote. Ah, da verlasse ich mich auf meinen Instinkt. Na, solange das möglich ist, dann geht's noch. Ah, und zusammenkleben. Okay. Und die grüne, die letzte. Also die Leber zu transplantieren ist sehr schwierig, wie ihr seht. So ist die OP auch so gefährlich in Wirklichkeit. Okay. Wir können ihn zunähen. Und haben wir haben noch 6 Minuten. Das heißt, wir sind im Vorteil. Ja, das heißt, wir haben ein kleines Polster. Genau. Das heißt aber, da eben die Spenderleber
da das Problem aufgetreten ist aus der Spendeleber von Kidman. Gehen wir jetzt erstmal in den nächsten Part und ich erkläre es da weiter. Ich bin Abner 997. Und ich heiße Detner 5. Wir transportieren eine Niere. Bis zum nächsten Mal. See ya.